Hallo, es gibt heute noch mal ein Wander- und Fototestvideo. Ich habe ja hier die kleine Lumix FZ82 und die ist sehr schön, aber sie macht mit der Belichtung ein bisschen Schwierigkeiten, weil die eine kleine Dynamik hat. Und ich habe es jetzt so, dass es günstig ist, mit minus 2/3 Blende zu filmen und aufzunehmen und die Fotos mit einem Dreierbrecke zu machen und das dann in RAW und die besten Bilder rauszusuchen. Jetzt mache ich zuerst hier so eine Art Dia-Show und erzähle ein bisschen was dazu. Ich lasse jetzt hier was laufen. Das sind Fotos, die ich gemacht habe, eigentlich nur für Testzwecke. Und das ist im Weitwinkelmodus liefert die Kamera 23 Megapixel. Das kann man aber nur als RAW abfragen. Schönes Kätzchen. Jetzt muss ich das mal hier kleiner machen, man sieht ja gar nichts. Das ist wieder mal ein typischer Fehler. Ich bin nicht so wichtig jetzt. Jetzt geht alles schief. So, jetzt sind wir wieder bei unserer Dia-Show. Jetzt mache ich das mal nochmal von vorne. Das ist jetzt mit Full HD aufgenommen. Und das ist, ob man Full HD oder 4K macht. Die Kamera kann zwar 4K, aber das 4K kommt nicht immer so gut rüber. Also wenn es hell genug ist, dann ist das okay. Das sind Makroaufnahmen. Man kann mit der Kamera bis 1 cm vor die Linse gehen im Weitwinkelmodus. Und die macht sehr schöne Makroaufnahmen. Man sieht hier den Staub, der auf dem UV-Filter gelegen hat. Also man muss das UV-Filter ganz sauber machen, wenn man Makro macht, sonst ist das mit drauf. Das sind wieder so, das ist eine Gegenlichtsache, die ist schwierig. Und mal sehen, wie gut es rauskommt. Das war Sinn der Sache, diesen Test zu machen und zu gucken, was wir da rauskommen. Das ist die kleine Kapelle am Gimbacher Hof, die macht Fortschritte. Und das ist ein Bänkchen, da blickt man nach Kelkheim und Frankfurt. Und das sind alles Tests. Das ist vom Stativ mit 1300 mm fotografiert. Jetzt haben wir hier nochmal Makro. Jetzt sind diese Kugeldisteln schon ein bisschen größer. Und das ist auch im Weitwinkelformat. Ich habe hier also als Ursprung 5500 mal 4100 Pixel, also fast 23 Megapixel. Und das ist ganz ordentlich, was die Kamera leistet, wenn man weiß, wie man drankommt. Also man kriegt das nicht geschenkt, man muss da. Jetzt haben wir wieder Video. Das könnte 4K sein, also so scharf einzelne Details sind. Das ist jetzt ein Makrovideo aus der Nähe und wir machen nachher noch mal mit im Telebereich Makro, aber das kommt nicht so schön scharf raus. Also man sollte mit der FZ82 Brennweiten über 300 mm vermeiden, wenn es auf Schärfe ankommt. Das ist immer noch aus dem Nahbereich Video. Das ist schon ganz lustig, was sie macht. Wahrscheinlich ist das mit 30p und 4K aufgenommen. Und mit kurzer Brennweite, also vielleicht 30 mm, irgend sowas. 4K fängt sie eh erst bei 28 mm an. Also, aber so bis 200 mm ist die Schärfe okay und dann nimmt sie langsam ab in, bis in 1000 und drüber. Da hat man nicht mehr die Leistung.
wen es langweilt, der kann ja bei YouTube das Vorscrollen. Das Video ist wieder etwas länger geworden und die Wanderung kommt nach diesem Vorspann. Das ist also jetzt nochmal so eine Sammlung von Bildern, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt in etwa das erreicht, was die Kamera maximal leistet. Also mehr kriegt man da nicht raus. Und das ist schon sehr ordentlich. Und dann sind halt gute Lichtverhältnisse sind wichtig, die Schärfe richtig einstellen und all so Sachen, das muss man lernen. Also die Kamera ist nicht leicht zu bedienen, aber wenn man sie richtig bedient, kriegt man auch ganz ordentliche Resultate. Das sind auch nochmal Fotos. Das ist natürlich jetzt mehrfach umkopiert. Das habe ich in ein Video reingeschnitten. Jetzt wird das Video nochmal abgespielt und wieder aufgenommen. Und dann wird dieses aufgenommene Video Blende wieder ins 5, nächste 6. Video reingeschnitten. Also da sind auch Schärfeverluste durch dieses mehrfache Kopieren. Das wird jetzt hier vom Monitor abgefilmt und es ist jetzt schon der zweite Kopiervorgang. Und dann kommt nochmal ein dritter in das endgültige Video rein. Also da geht auch Qualität verloren bei. Aber es ist schon ganz ordentlich, was er macht. Jetzt habe ich die Fußleiste weg. Das ist auch immer, man kann so viel verkehrt machen. Das ist wohl auch 4K-Video. Das ist alles als RAW fotografiert und dann im Silkypix nachbearbeitet. Und das ist mit einer Blende unterbelichtet gefilmt und ist ein bisschen viel unterbelichtet. Und das VideoPad 10.5 kann das aufhellen. Die älteren haben Schwierigkeiten mit 4K, da funktioniert das nicht sicher. Und ich habe nur die älteren, das bis 8.8 habe ich lizenziert. Und das Neue habe ich ausprobiert, das darf man aber nur einen Monat oder so benutzen und dann ist es wieder raus aus der Testphase und dann geht es nicht mehr, man muss es mehr kaufen. Das ist auch 4K-Video vom Stativ. Also wenn man gute Aufnahmen machen will, muss man die Kamera aufs Stativ stellen. Wenn man kein Stativ hat auf einer Wanderung oder so, dann sollten die Aufnahmebedingungen günstig sein, um nicht zu viel Verwackelung und so zu kriegen. So, das ist nochmal ein bisschen Architektur. Diese weißen Häuser sind auch ein großes Problem beim Fotografieren, weil die überstrahlen. Da wird diese weiße Wand ist dann nur noch überstrahlt, also reines Weiß und keine Struktur mehr drin. Die Blumen sind sehr schön, also meine ersten Aufnahmeversuche mit der Kamera, das war nicht so doll. Und dann habe ich jetzt rausgekriegt, man kann doch erstaunlich gute Resultate erzielen, wenn man will. Also das geht schon. Das ist auch nochmal Architektur. Also das ist jetzt auch aus einem 23 Megapixel rausgeholt. Das ist jetzt nicht mit Weitwinkel, das sind dann wirklich nur die 5K statt 6K, diese Maximal-K. Jetzt haben wir nochmal Makro und das ist 4K mit 1600 mm Brennweite vom Stativ. Also das ist mit super Tele und dann wird es nicht mehr so scharf und gut wie mit kurzer Brennweite. Und die hat auch Schwierigkeiten, bewegte Sachen scharf zu stellen. Und jetzt hat sie es mal wieder geschafft, die Flügel scharf zu stellen. Also das ist bewegte Sachen scharf stellen und dann bei der Brennweite. Das ist 4K-Modus mit 1700 mm Brennweite. Also das sollte man nicht anstreben, wenn es nicht sein muss, die ganz langen Brennweiten. Das auch mit minus einer Blende gefilmt. Das ist immer noch besser als neutral, weil bei neutral überstrahlt sie zu viel. Da wären die ganzen weißen Dinger, die wären dann noch überstrahlter und matschiger.
Und es wird besser, wenn man es ein bisschen unterbelichtet. Das blöde Licht. Schöne grüne Fliege. Aber das ist halt 1700 mm oder 1680, das ist die maximale Brennweite im Telebereich. Und da darf man dann keine Wunder mehr erwarten. Da ist der Abstand auch 1,50 Meter, das ist der Minimalabstand, den man im Stativ ist sehr schön für solche Filmaufnahmen, weil das ein richtiges Filmstativ ist. Die kann schon scharf. Wenn sie es richtig erwischt hat, dann ist es scharf. Aber wenn sie es bewegt, dann kann man auch nicht mit der Punktfokussierung das so leicht hinkriegen. Das im Stehenden kann man sagen, wo sie genau scharf stellen soll. Da muss man auch aufpassen. Das kann man auf dem Touchmonitor von der Kamera vorgeben, sagen, hier bitte schön scharf stellen. Und dann macht sie das auch. Aber wenn so ein bewegtes Motiv, das schafft man nicht. Also mit dem Scharfstellen von bewegten Motiven, da hat sie echt Probleme. Das ist, da soll die Sony RS10 Mark IV besser sein, aber die kostet auch 6-mal so viel. Zu regnen. Da, manchmal hat es richtig schön scharf, das sieht richtig gut aus, aber nicht immer. Hier kriegt es wieder nicht scharf.
So, jetzt gibt es noch mal ein paar Fotos, auch vom Stativ. Das ist ein Katalpa und der wird jetzt mit Brennweiten von, was weiß ich, 30 bis 1300 Millimeter durchgesucht. Und vom Stativ kriegt man schon ganz ordentliche Resultate hin. Also da wird sie auch scharf, selbst im Telebereich. Das war das letzte wohl 1300 Millimeter, das ist ganz gut. Das ist jetzt eine Taglilie und das sind 2,8 die Offenblende, 4, 5,6 und 8. Und im Hintergrund sieht man, je größer der Blendenwert ist, umso größer ist die Tiefenschärfe, umso besser wird der Hintergrund. Aber ich habe das Gefühl, bei 8 ist es dann schon unschärfer. So, das war jetzt der Vorspann und jetzt höre ich damit auf. So, jetzt gibt es noch mal einen kleinen Zwischeneinschub. Ich mache ja immer nur so langweilige Wandervideos im Moment und zu meiner Softwareentwicklung kann ich nicht viel Neues erzählen, weil das wird nächstes Jahr werden, bis ich wieder was vorführen kann. Ich erkläre aber gerade, wo ich stehe. Ich habe hier zwei Assembler-Listings geöffnet. Das eine ist der Eingang von einer Funktion File Read, da liest sie Token aus einer Disketten- oder Festplattendatei. Wie sieht das aus? Also das ist die FL Read, die liest immer einen Datentoken ein und verarbeitet den und da gibt es alle möglichen Ausgabevarianten. Das ist genauso wie die Get Input. Das sind ziemlich komplizierte Funktionen und das Problem ist, weil mein Display Multithreading fähig sein soll, muss ich beim Eintritt in das Programm wissen, aus welchem Thread komme ich. Und dann soll einiges an Debug-Informationen übergeben werden. Und hier auch so eine Windows-Krankheit, da muss erstmal der Stack committed werden. Das geht nämlich nicht bei allen Compilern, dass man den gesamten Speicherbereich committed und wenn der nicht committed ist, dann stürzt er ab, wenn er mehr als 4 Kilobyte auf einmal schlucken muss. Und das kann man aber vermeiden, indem man so in Schrittchen durchcommittet, also den Steckspeicher vorher anspricht, dass er benutzt wurde und freigegeben wurde. Und jetzt ist das Problem, dass ich gehe rein in das Programm und dann haben wir hier auch nochmal die Krankheit mit der Verschiedenheit der Varianten, also die Architektur 32 und 64 der gegenwärtigen x86 unterscheiden sich und müssen unterschiedlich verarbeitet werden. Die x128, woran ich arbeite, soll den Unterschied nicht mehr machen. Da wird dann alles als Fastcall übergeben und dann muss man diese Sondergeschichten, entweder sind sie immer gültig oder nie, das ist diese Shadowspace-Bereich, der macht auch mehr Ärger als Freude, aber was soll's. Und jetzt ist es so, um den Thread rauszukriegen, gibt es eine Funktion getThreadMemory und da werden jetzt eine ganze Menge Daten übergeben, die in den ThreadMemory gespeichert werden. Das ist für die Messagebox, da geht es darum, dass wenn ich eine Fehlerkondition habe, soll das Programm und meine Messagebox sagen können, aus welcher Hochsprachen, also Fortran oder C-Datei der Fehler kommt und welcher Assembler-Datei von meinem Display, wenn es innerhalb von Display passiert ist, das soll alles ausgeworfen werden. Da muss ich auch mit den Compiler-Firmen irgendwann nochmal sprechen, dass es einen Standard gibt, wie weitergehende Daten über das Ursprungsprogramm in eine gerufene Subroutine DLL übertragen werden. Also da geht es auch über das ABI, den Aufruf von Funktionen von außen. Das ist also sehr spannend, was so zu bedenken ist. Jetzt ist hier die System GetMemo. Was macht die? Die macht einmal einen GetThreadID. Die ThreadID ist das Einzige, was man rauskriegt, wenn man von einem unbekannten Thread eine Funktion aufgerufen ist, weiß die nichts über den Thread und kann den ganz schwer identifizieren. Das Einzige ist die ID.
Jetzt ist ein großes Problem, ich kann die ID haben, aber weiß dann immer noch nicht, welcher Thread es ist. Und ich muss wissen, welcher Thread es ist, weil jeder Thread seinen eigenen Thread Main Memory hat. Also das ist das Thread Main Memory. Das ist ein Megabyte, viele Megabyte großer statischer Speicher, der jedem einzelnen Thread beim Öffnen zugeordnet wird und dann immer verfügbar ist, aber den muss ich wieder restaurieren können. Und das große Problem ist, es gibt bei den Threads keine Möglichkeit, das so einfach abzuspeichern. Also bei der Windows-Struktur, da gibt es einen User-Data-Bereich, da kann man das ganz leicht abrufen. Und bei den Threads geht es leider nicht, also ich habe es bisher nicht gefunden. Und was ich jetzt gemacht habe, ist notdürftig eine Suchroutine. Und in dieser Suchroutine geht er einfach, wo haben wir es? Das ist alles Debug-Ausgabe. Ach, bis ich das jetzt finde. Also das ist meine Arbeit. Thread, das ist die Suchlibrary. Also da hat er seine Thread-ID und dann wird mit einer Schlaufe, Loop, wird sämtliche Thread-Main-Memories aus der Global Memory-Bereich durchgescannt und geguckt, ob einer dieser Thread-Memories die ID hat, die gefunden wurde. Und dann weiß ich, dieser Thread-Memory ist den, den ich brauche, und der wird dann weiterverarbeitet. Und das ist natürlich eine unsaubere Lösung. Das Windows hat später, was jetzt erst im Windows 10 ist, da gibt es diese komischen Funktionen, Thread Local Storage Get Value und Set Value und so weiter, die sowas leisten sollen wie die User Data Bereich in der Windows Struktur, aber das funktioniert nicht wirklich, weil dann muss man nämlich wieder den Index wissen, der vergeben wird und nicht frei ist. Es ist also wieder ein spezieller Index. Es ist wieder so programmiert, dass man es möglichst nicht benutzen kann. Also wer mit dem Windows so systemnah programmiert, der kriegt manchmal wirklich die Krise. Ich habe also in meinem Display etliche Sachen, auch in der Message-Loop-Verarbeitung, wo ich die obskursten Zwischenbuffer bedienen muss, um die Daten, die das Windows produziert, überhaupt verfügbar zu machen. Die werden zwischengespeichert in der im großen Array und aus dem Array dann wieder rausgelesen, weil die ganzen Messages, die das Windows produziert, wenn man in den Windows-Oberfläche rumfuhrwerkt, die treten irgendwo in der Windprock auf, wo ich überhaupt nicht drankomme aus dem Fortran, und müssen dann da rausgezogen werden und archiviert werden. Also das ist ziemlich kompliziert und das muss man alles machen, um am Schluss überhaupt das zu bekommen, was ich hier mit diesem Display programmiere. Ich bin da jetzt dran. Ich habe diese Sache jetzt fortgeführt, weil ich jetzt die 128-Bit-Struktur mit ihrer Ausgabe soweit fertig habe, dass ich weitermachen kann. Jetzt habe ich etwa 1 Million Zeilen Code, die nach der neuen 128-Bit-Strukturierung zu überarbeiten sind, was ich hier jetzt schon gemacht habe. Und das muss dann alles wieder zum Laufen gebracht werden und dann geht es weiter. Und das heißt, ich werde erst nächstes Jahr irgendwann vorführen können, dass ich ein Multithreading-System mit Ein- und Ausgabe nun endlich zum Laufen gebracht habe. Also das nur zu meiner Arbeit, und weil da nicht viel Neues zu sehen ist, gibt es halt langweilige Wandervideos, wo ich meine Fotokünste übe. So, das war's davon. Und jetzt geht's wieder mit der Wanderung weiter. So, jetzt geht es mit der Wanderung wirklich weiter und wir schauen zuerst hier in Google Maps, wo wir waren. Und die Wanderung ging los hier in Kelkheim. Da bin ich mit der Bahn über Höchst nach Frankfurt am Main gefahren. Und von da aus geht es mit der S-Bahn über Bad Homburg nach Köpern. Und von Köpern wandere ich dann, und zwar hier durch den Wald, da ist die Kapersburg, und dann geht es hier hoch, und dann ist hier Pfaffenwiesbach, das ist ganz hübsch, und hier oben ist Kransberg, das ist ein sehr schönes Hintertaunusdorf.
Da werden wir schöne Bilder sehen. Und dann laufe ich hier hoch und hier ist Wernborn, Maybach. Und dann geht es hier irgendwo rüber. Da bin ich hier hinten, ist das Michelbachtal. Also man kann hier irgendwie vorne rum von Maybach zu den Eschbacher Klippen laufen. Oder man kann es hinten rum. Ich bin diesmal durchs Michelbachtal gelaufen, weil die Sonne ziemlich geprallt hat. Und habe ich gesagt, hier geht alles durch die Sonne, das mache ich nicht. Dann laufen wir hinten rum durch den Wald. Und dann bin ich hier zu den Eschbacher Klippen. Das ist so ein Kletterfelsen. Und dann geht es hier nach Usingen und von Usingen bin ich dann mit der Bahn wieder hier über Köpern, Frankfurt nach Kelkheim zurückgefahren. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen genauer rein und schauen uns, wo wir waren. Also, einmal hier ist ein Quarzitsteinbruch. Den habe ich noch nicht besucht, ist auch sehr schön, Aussichtsplattform. Und das sogar einge. Da ist ein Munitionsdepot von der Bundeswehr. Wenn die Russen kommen, können sie zurückschießen. So, hier ist ein römisches Kastell, das ist die Kapersburg. Da war ich, mal sehen, ob man da was sieht. Ja, so ein bisschen. Also da gibt es ein paar Fotos. Und dann ist hier Pfaffenwiesbach. Das ist ein hübsches Dorf. Da ist die Kirche. Das werden wir sehen. Und dann geht es nach Gransberg weiter. Das Gransberg, irgendein Aussiedlerhof, das hat hier eine sehr schöne Kirche, die werden wir sehen. Dann das Schloss Gransberg, das ist wohl auch ein touristisch benutzte Sache, Bürgerhaus. Und was sehr schön ist, es gibt hier im Wald. Das ist wohl die Hütte. Schauen wir mal. Also da gibt es so eine ganz hübsche Aussichtshütte. Die werden wir sehen, die besuchen wir. Da gibt es bessere Fotos. Ja, dann bin ich hier runter. Hier läuft die Usa. Und dann ist hier Wernborn. Da geht es dann hoch. Und hier rüber. Und da fängt schon der Michelbach an. Sieht man mal. Und ich bin jetzt am Michelbach entlang nach Maybach rein. Das ist auch so ein hübsches kleines Dorf. Da habe ich drin keine Fotos gemacht, aber davor ist irgendwo eine Kläranlage, die habe ich fotografiert. Und von Maybach kann man hier vorne rum zu den Eschbacher Klippen laufen. Also Maybach, Eschbacher Klippen. Das ist aber hier vorne ein Sonnenweg und hatte ich keine Lust, weil es ziemlich heiß war. Und dann bin ich hier hintenrum durch das Michelbachtal gelaufen. Da geht es rum, hier ist dieser Aussiedlerhof, den werden wir sehen. Und dann geht es hier hoch und hier am Rand geht es dann hoch. Und ich bin dann hier von hinten zu den Eschbacher Klippen gegangen. Und hier die Eschbacher Klippen, das ist ein Kletterfels, da können wir nochmal reingehen. Den sehen wir dann noch von direkt. Und von den Eschbacher Klippen bin ich zurück hier über das Land. Hier haben wir noch einen Apfelbaum fotografiert nach Usingen und da hat es eine Bahnlinie. Können wir mal gucken, ob man die Eisenbahn sieht. Usa. Nee, das finde ich jetzt nicht. Die Bahnlinie, die liegt hier auf der Unters. Da ist der Bahnhof. Das ist doch schön.
Bahnhof Using. Using ist eine größere Stadt im Hintertaunus. So. So, das war die Wanderung. Also da geht es heute lang. Und das ist jetzt damit genug. Jetzt haben wir hier die geliebten Klebetattoos. Und das ist Sperrmüll im Laternenlicht, also was die Kamera im Dunkeln schafft. Das ist auch wieder eine Dunkelaufnahme. Und naja, das ist halt, was sie bringt. Die sind auch teilweise aufgehellt jetzt noch. Auch das Video ist aufgehellt. Das ist nur Full HD und da geht es mit meinem Videopad. Die Kleinbahn Kelkheim Frankfurt. Jetzt sind wir schon kurz vor Frankfurt. Das ist die Reflexion in der Scheibe und da versuche ich nach außen zu filmen. Das ist gar nicht so leicht. Innen ist hell und außen ist dunkel. Da sieht man ein bisschen was. Das ist noch 5 Uhr früh, wo ich da bin. Also da muss man früh los, wenn man so lange Wanderungen macht. Das ist der Frankfurter Bahnhof als Foto. Jetzt geht es unten in die S-Bahn runter. Da sind wir jetzt im S-Bahn. Da wird aber renoviert, deshalb sieht es besonders langweilig aus. Aber es gibt, da fährt jetzt meine S-Bahn nach Bad Homburg rein. So, das ist jetzt der Bahnhof Friedrichsdorf und dann geht es noch mit dem Bus nach Köpern weiter, wo wir jetzt hier sind. Es ist 7 Uhr früh, also die Sonne geht gerade auf und das ist jetzt der Wald von Köpern Richtung Kapersburg. Da geht es ziemlich steil aufwärts und hier habe ich jetzt den Sonnenaufgang und der wird uns ein paar schöne Bilder liefern. Das ist eine ganz lustige Sequenz. Ich zoome jetzt immer näher dran. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das sind jetzt vielleicht 600 mm Zoom-Brennweite. Und das sind 1300 mm Zoom-Brennweite. Und das sieht doch lustig aus, wenn man nicht weiß, was es ist. Keine Ahnung. Also das ist immer noch schwaches Licht. Also Morgen, Sonnenaufgang, Dämmerungslicht. Da haben wir nochmal einen schönen Sonnenaufgang. Und da haben wir jetzt hier Schilder, da sehen wir, wir kamen von Köpern jetzt zu und es geht nach zur Kapersburg weiter. Und jetzt die Sonne kommt langsam höher und ich mache natürlich vor allem Fototests. Also ich will was lernen über die Kamera und schaue mir das dann ganz genau an, wegen Überstrahlung, wegen Licht. Und es ist alles als RAW fotografiert und wird dann im Silkipix nachbearbeitet. Und ich mache immer ein Dreier-Bracket und mit minus 0 plus einer Blende Belichtung und gehe als Nullwert von minus 2/3 Blende aus. Das hat sich als optimal inzwischen herausgestellt. Und da sucht man sich immer das beste Bild raus und macht dann da was draus. Also da sind wir jetzt bei der Kapersburg und wer die Schilder lesen will, soll das YouTube-Video einfach anhalten. Das ist 4K und da kann man alles schön lesen. Also das geht. Und jetzt gehen wir da rein und jetzt gibt es gleich einen kleinen Filmtest. Das ist jetzt ein Schwenk mit Full HD und Stabilisator voll eingeschaltet. Mir geht es da jetzt darum zu prüfen, wie das Ruckeln rauskommt. Und es ist ziemlich dunkel, deshalb mache ich kein 4K. So, jetzt haben wir Full HD und nur Vertikalstabilisator. Und ich gehe davon aus, dass diese Einstellung gedacht ist, um solche Schwenks zu machen, die nicht vom Stabilisator künstlich verruckelt werden und trotzdem eine gewisse Stabilisierung noch bekommen. So, jetzt haben wir Full HD und der Stabilisator ist komplett ausgeschaltet und das kann mehr Verwackelung geben, das kann aber auch sein, dass das für viele Anwendungen gar nicht so schlecht ist. Also das hat mir mal einer gesagt,
Für Film ist es manchmal besser, einen Stabilisator auszumachen, weil der auch künstliches Gewackel erzeugt. Also, das ist jetzt ohne Stabilisator. Jetzt können wir dann nochmal einen Zoom machen und sehen, ab wann das unangenehm wird. Der Stabilisator ist ja dafür da, dass es nicht wackelt. Das sind jetzt 185 mm. 450 mm. Und es wackelt halt schon. Das sind 1000 mm. 1320. Also das ist schon ziemlich krass. Und es ist 25p die Geschwindigkeit, also die langsame Full HD. Also das sind 300 mm. 240. So, jetzt sind wir wieder bei 22. Jetzt geht die Fotoserie wieder weiter. Und gucken wir mal, das sind also auch noch von der Kapersburg Steinfragmente. Die Saalburg ist ein komplett neu aufgebautes Römerkastell. Und das ist halt nur noch eine Ruine. Und das ist sehr schön. Also ich könnte jetzt viel über Limes erzählen, aber ich will jetzt kein wissenschaftliches Video machen. Das geht immer noch um Fototechnik und ich will gucken, was rauszuholen ist. Das ist in den Brunnen reingeblitzt, also was die Kamera auch hergibt. Das ist ganz lustig. Das ist die alte Badeanstalt. Das wird hier erklärt. Also das kann man sich alles anschauen. So, jetzt geht es Richtung Pfaffenwiesbach weiter. Das ist mein nächstes Ziel. Und das ist halt wieder Waldfotos. Und da geht es mir immer wieder um Belichtungswerte, um ohne Überstrahlung scharfe Bilder hinzukriegen. Und da ist das HDR und ein bisschen erhellen und zu dunkel fotografieren das Beste. Also ich suche mir aus dem Dreier-Bracket immer das Beste raus und die meistens nehme ich ein dunkles. Das ist Pfaffenwiesbach und hinten ist die Kirche von Kransberg schon zu sehen. Das ist eine katholische Kirche, die holen wir jetzt mal ran von dem Standort. Und das sind also 700 mm und das sind 1300 mm Zoom-Brennweite, freihändig. Das geht, also wenn es hell ist, ganz lustig. Achtung, Prozessionsspinner, kann man sich auch durchlesen. Da haben wir Brombeeren und wieder, wie gut kommt es raus. Das ist alles so ein bisschen nachbearbeitet dann im Silkipix, um das zu optimieren. Das ist jetzt Pfaffenwiesbach, da kommen wir rein in den Ort. Der Hintertaunus scheint vorwiegend katholisch geprägt zu sein. Das ist mir also aufgefallen. Die ganzen schönen Kirchen sind katholisch und evangelisch gibt es nur so kleine Gemeindehäuschen, also nichts Besonderes. Da auch wieder Fototest, wie kommt es rüber? Und wieder hohe Kontraste zwischen hell und dunkel. Und das ist immer mit HDR nachbearbeitet, also ohne Kombination, sondern einfaches HDR im Silkipix. Das ist sehr wertvoll und sehr wichtig auch, gerade für die Kamera, weil die eine schwache Dynamik hat. Da muss man wirklich rauskitzeln, was rausholt, um gute Resultate zu erzielen. Nettes Graffiti. Ortskern, also das ist wie in Bayern, der Hintertaunus ist alles schön aufgeräumt. Da gibt es jetzt auch Wahlen, mal sehen, wie es ausgeht. Und das ist ein Fotoproblem, starker Lichtkontrast, das ist direkt. Das ist ein Kombinations-HDR, was verwackelt ist freihändig, das lohnt sich nicht. Und das ist eine HDR-Konstruktion, im Silkipix mit Auffällen. Und das ist dann die bessere Version, wenn man kein Stativ zur Verfügung hat. Wir gehen jetzt auf dem Höhenweg von Pfaffenwiesbach nach Kransberg. Das liegt so ein bisschen hinterm Wald und das, so sieht es halt aus. Und da hat man wieder Naturbilder zu machen. Also immer wieder, was kann ich aus der Kamera rausholen? Wie gut geht's? Und es ist immer unterbelichtet, eine Blende unterbelichtet mit HDR und Belichtung ein bisschen hochziehen und auch die Sättigung etwas erhöhen und dann eventuell nachschärfen. Da muss man aber aufpassen, dass es keine Orangenhaut bekommt. Und da kann man schon ganz ordentliche Resultate erzielen. Also jetzt, das ist Kransberg, die hochgelegene neue Siedlungsteil.
Da machen wir wieder einen Zoom auf ein Weizenfeld und auf die Ähren und gucken mal, das ist halt freihändig, mit dem Stativ wird sowas besser. Also wenn man das sorgfältig bearbeitet, kann man da mehr rausholen. Das ist sehr schön geworden, irgendeine Blumendolde. Und da haben wir doch einen lustigen, ich weiß nicht, was das ist, Grashüpfer, irgendwas. Das ist von der Oberstadt, da vom Neubereich von Kransberg runter in die Altstadt geschaut. Da sehen wir schon die Kirche, die katholische von Kransberg, die wir aus der Ferne gesehen haben. Und jetzt gehen wir zu diesem Aussichtstempelchen. Das ist ein sehr schöner Weg. Und da sind wir schon. Und da werde ich jetzt mein Picknick machen. Und es ist ein wunderschöner Ort dort. Also großartigen Blick hat man dort. Und da mache ich immer gern Picknick, wenn ich in der Gegend spazieren gehe. Und da sehen wir auf das Schloss von Kransberg. Da werden wir jetzt mal drauf ranzoomen und wieder die Kamera austesten. Und das sind vielleicht 50 mm, ich habe keine Ahnung, 100 oder 200. Und noch eins näher, das sind vielleicht 500 mm Brennweite. Und jetzt haben wir, da sind wir bei 1200 wieder irgendwie, also rangeholt und auch wieder nachbearbeitet, das Beste rausgeholt. So, jetzt habe ich mein Picknick beendet und jetzt geht's weiter. Da gibt es auch ein süßes Hüttengästebuch, habe ich mich auch eingetragen. Und von dort führt so über eine Schlaufe runter dann ins Dorf, der Weg, der Wanderweg. Das ist, und jetzt sind wir unten im Dorf und laufen noch durchs Dorf und schauen uns da einiges an, was wir finden. Und da haben wir wieder die Burg da oder das Schloss. Ich glaube, das ist Privatbesitz. Das wird aber auch für Veranstaltungen angeboten. Da haben wir die katholische Kirche von Kransberg. Da gehen wir jetzt rein und gucken sie uns genau an. Ein schönes Foto da. Und das ist auch drin. Und beim nächsten habe ich ein bisschen stark geschärft. Da sieht man dann diesen Orangeneffekt, wenn man genau reinschaut. Also so eine feine Unruhe. Und das ist beim Überschärfen passiert es auf glatten Flächen. Das ist ein Kriegsgräber-Gedenkstätte sozusagen. Und jetzt gehen wir da weiter durch Kransberg und schauen das Dorf noch ein bisschen an. Das ist halt der alte Stadtkern. Und außenrum hat sehr viele schicke Villen. Der Hintertaunus ist lange Zeit wesentlich preiswerter gewesen als der Vortaunus, aber das zieht inzwischen auch stark an. Und man kann da halt recht große und schöne Häuser bauen, auch recht frei, ohne viel Baudrangsaliererei von der Gesetzgebung. Und da gibt es ganz tolle Villen im Hintertaunus. Also, aber das wird inzwischen auch für 500.000 Euro aufwärts gehandelt, sowas. Also das ist auch nicht mehr billig dort und kann ich mir nicht leisten. So, das letzte Bild aus Kransberg. Willst du nicht noch mal gucken? Hey. Das ist die Herrenmühle. Die wird auch als Restaurant benutzt. Ob sie im Moment einen Pächter hat, weiß ich nicht. Das sieht etwas verwaist aus. Jetzt sind wir im Usertal, laufen das Usertal Richtung Using aufwärts. Und da sind halt auch schöne Gehöfte drin. Und hinten sieht man schon Wernborn. Da geht es dann nach Maybach. Das ist noch zu dem Hof, eine kleine Stallung sozusagen, ein Schuppen. Und da haben wir ein Pferd, das ist in Full HD gefilmt und im Videopad etwas aufgehellt. Also das war fast schwarz, also das Pferd vorne. Und mit Full HD geht es im Videopad sicher bis WQHD, aber mit 4K macht es oft Ärger. Das ist jetzt eine Originalaufnahme von der Kamera als Full HD Video. Und leider haben mir die Pferde nur den Hintern gezeigt, aber was soll's. Und jetzt habe ich dieses gleiche Full-HD-Video auch nochmal aufgehellt im Videopad eingebunden. Also das kann man machen, aber irgendwie leidet auch die Bildqualität darunter. Also zu filmen mit minus 2/3 Blende gibt gute Videos und die sollte man dann einfach so lassen, wie sie sind und dann nicht noch dran rumkorrigieren.
Das ist die USA und das ist jetzt in 4K gefilmt, ohne Nachbearbeitung. Und also so ist es aus der Kamera gekommen. Und dieser kurze Clip hat sich im Videopad auch als 4K-Video aufhellen lassen. Das sehen wir jetzt. Das klappt manchmal, aber meistens geht es schief. Da bricht er dann ganz schnell mit einer Fehlermeldung ab. Aber in dem Fall hat es funktioniert. Wenn man aufhellen muss, mehr als 4 Full-HD, dann geht WQHD noch mit den alten Videopads. Beim bis 10.5 kann es auch so. So, Usertal. So, jetzt verlassen wir das Usertal und gehen das Michelbachtal Richtung Maybach aufwärts. Da gab es auch wieder so eine Sonnenblumenwiese mit Kürbissen. Das ist doch wieder ein schönes Fotomotiv. Und jetzt geht es da weiter. Das ist also so über landwirtschaftliche Flächen läuft da der Wanderweg. Und das ist doch sehr schön, die Wanderzeichen, das blaue Kreuz ist wohl im Moment das, was da zutrifft. Ist alles sehr schön friedlich und geruhsam da im Hintertaunus. Und also da ist ein Kreuz in der Landschaft und schöne Wiesen, immer wieder schöne Wiesen. Und da gibt es irgendwie so einen kirchlichen Weg, wo was beschrieben wird, ein Kreuzweg. Also. Das ist wieder ein typischer Taunus-Schieferfelsen, der aus der Seite da rausbricht. Manchmal ist das auch aus Quarzit, der ist härter. Das ist jetzt im Michelbachtal eine Kette von Fischteichen. Und das ist doch sehr schön. Da haben wir eine Gruppe abgestorbener Bäume. Das sind wahrscheinlich Lärchen. Die Lärchen sind besonders empfindlich auf Trockenheit. Und die werden wohl hier in Mitteleuropa weitgehend aussterben, wenn sie nicht kühl im Flussauen stehen, wo noch genug Feuchtigkeit ist. Also nochmal Teiche und das ist doch alles ganz nett, was man mit der Kamera machen kann. Dann haben wir, das ist das, die Kläranlage von Maybach, das ist ein kleines Dorf, eine winzige Kläranlage, das ist wie aus einem Modellbaukasten, aber die hat vielleicht 10 Meter Durchmesser des Beckens, winzig. Habe ich noch nie gesehen, so eine kleine Kläranlage. In Maybach selber habe ich nicht fotografiert, da sind halt wieder so Privathäuser und die muss man ja nicht ständig nur fotografieren. Und jetzt sind wir hinter Maybach und gehen in das Michelbachtal rein, was ich gesagt habe, ich mache diese Nordschleife, um der Sonne zu entgehen. Da haben wir den Hasen, das ist mein Wanderzeichen und so sieht es aus, da ist halt immer wieder Schatten und es ist kühler als auf der Südseite auf dem Sonnenweg. Also so, jetzt sind wir hier in dem Michelbachtal und jetzt haben wir hier einen schönen Baum. Den werden wir mal genauer anschauen. Gerade bei 300 mm, 500, 1200, 1680. mm wieder. Das ist schon ganz ordentlich, wenn man das hat.
100 mm, 40 mm, 28. Da sind wir wieder unten. So, also das ist das obere Michelbachtal. Und ich mache jetzt noch mal einen Schwenk mit 4K und nur Vertikalstabilisator. Also so sieht es hier aus. Und da ist unser Hase, das ist unser Wanderzeichen, da geht's weiter. Und da ist ein schönes Gewässer, aber das sieht man so kaum. Das sind 800 mm, das ist also der Michelbach. Und da geht jetzt mein Weg weiter. Also oberer Silberbach in Aktion. Ein richtiges Biotop. Hier war ich noch nie. Ich bin jetzt hier nur rumgelaufen, weil ich aus der heißen Sonne raus wollte. Mir ist zu heiß geworden. Da haben wir noch was Neues entdeckt. Jetzt geht die Wanderung im oberen Michelbach weiter. Da kommen wir dann erstmal an diesem Aussiedlerhof vorbei. Den haben wir aus der Luft schon gesehen. Und oben ist das Dorf Michelbach. Und da machen wir jetzt eine große Runde drumherum und haben eine ganze Menge Fotoaufnahmen von. Ich habe immer wieder drauf gedrückt und geguckt, was man draus machen kann, wie es aussieht. Und es ist halt wieder so ein Taunusort. Die haben alle keine Läden. Das heißt, wer dort leben will, braucht ein Auto, um seine Besorgungen zu machen. Es ist zwar sehr schön, dort zu wohnen, aber ohne Auto geht es nicht, weil es gibt keine Läden mehr. Da muss man dann nach Usingen fahren, wo es noch Läden hat, aber dort in den Dörfchen nicht. Jetzt sind wir an der Eschbacher Klippe. Das ist so ein Quarzitgang, der rausschaut und der so 10 Meter etwa hoch ist und als Kletterfelsen sehr beliebt ist. Und da sehen wir schon, welche klettern. Und das ist ja hübsch, also beliebtes Wanderziel und Kletterziel. Und das ist halt so als Klettergarten auch sehr schön, weil da viele Routen sind und da sind auch etliche Haken einbetoniert. Also da kann man sehr schön klettern. Da haben wir eine Infotafel über die Eschbacher Klippen, wie das entstanden ist. Also der Quarzit ist ein amorpher Quarz und wenn der schön rein ist, gibt es die Bergkristalle, die manchmal auch im Quarzit auftreten. Also, so, da wird geklettert auf der Nordseite mehr, die ist interessanter zum Klettern, die ist steiler und das ist doch eine lustige Sache. Also sehr schön, sehr beliebt dort klettern. Habe ich als Kind auch mal in der Jugend in der Odenwaldschule gemacht, aber ich hatte immer Angst gehabt. Ich war da nie sehr gut gewesen. Also 3 war als Höchste oder ein schwacher 4er von oben gesichert. Also das mehr gab es nicht. Naja, so sieht's aus. Und die Fotos auch. So, jetzt haben wir hier noch von Eschbach die Kirche, die wird restauriert. Und jetzt gehen wir von Eschbach nach Usingen. Der Weg ist nicht sehr attraktiv. Kluger ist es von den Eschbacher Klippen nach Wilhelmsdorf zu gehen. Stabilisator ist jetzt aus.
Jetzt ist der Stabilisator nur vertikal. So, jetzt geht es in den Frankfurter Bahnhof. Frankfurt ist sozusagen das Shanghai von Deutschland. Das ist natürlich ein Witz, wenn man das vergleicht mit Shanghai oder anderen modernen Metropolen. Deutschland ist doch sehr provinziell in allen. Die Hochhäuser erreichen hier gerade mal 200 Meter und in China sind 600 Meter, was gebaut wird typischerweise. Also das ist eine ganz andere Dimension. Aber der Trend ist halt auch hier, dass es Hochhäuser gibt und es gibt auch Wohnhochhäuser, die sind sündhaft teuer. Also wenn ich das Geld hätte, mir eine Wohnung in einem Wohnhochhaus für 1 Million zu leisten, dann würde ich doch das Geld lieber in ein Haus im Hintertaunus investieren und dort ein schönes Leben im Grünen haben. Das ist Geschmackssache. Manche Leute ist so ein Haus im Grünen auch zu viel Arbeit und die finden so eine Hochhauswohnung in der Metropole auch sehr schick. Also die sind ja sehr beliebt in London. Überall entstehen diese Wohnhochhäuser, die sehr elegant sind und die teuer sind, aber es sind halt Massenwohnanlagen, die teils sehr luxuriös ist. Das hat man auch in Dubai, Saudi-Arabien und so weiter. Gigantische Bauten. Also da ist Westeuropa, hat das nicht. Das ist sehr provinziell. Selbst in Moskau und St. Petersburg wird heute größer gebaut und beeindruckender als was in Westeuropa passiert. Das ist halt noch alles sehr bescheiden. Aber so ist halt die Welt. Bei uns hat man lieber die alten Dörfer und das wird sehr geschätzt und gepflegt. Und das hat vielleicht auch seinen guten Grund, weil der Lebenswert in solchen alten dörfischen Strukturen eigentlich höher ist als in so einem Massenwohnhochhaus. Aber manche mögen es und die sind beliebt und da wird sehr viel Geld für ausgezahlt. Also in London auch, was da gebaut wurde an Wohnhochhäusern, höchst luxuriös. Und für mich wäre das nur nichts. Und mein komisches Schloss Fünfeck, was wohl nie gebaut wird, das ist so ein Mittelding zwischen so einer Großwohnanlage und noch europäischen Wohnform, also mit gemäßigten Baugrößen. Aber das wird nie realisiert, das interessiert mich langsam auch nicht mehr, weil das ist alles nicht bezahlbar und so wie das genutzt werden soll. Und auch mit der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland habe ich irgendwie keine rechte Lust mehr, mich für so eine komische Bildungsmassenwohnanstalt stark zu machen. Ich werde das nochmal ein bisschen bearbeiten. Und dann auch vielleicht Ämtern geben nochmal, Kultusministerien vorstellen und sagen, das ist ein Bauplan, das könnte man vielleicht machen, aber ich bin eh ein alter Mann und ich könnte das auch pädagogisch heute überhaupt nicht mehr handeln. Also ich habe das, in der Nachhilfe habe ich schon, irgendwann war ich nicht mehr angesagt und ich habe da auch nicht mehr sehr gute Erfahrungen mit Jugendlichen von heute, das ist ein anderes Kaliber und das ist nicht mehr meine Zeit. Und da, deshalb ist das Schloss Fünfeck für mich auch nicht mehr so spannend. Aber als Architekturleistung kann man das trotzdem noch mal aufrollen und haben. So, jetzt kommen wir an und ich höre jetzt mit dem Video auf. Ich habe noch einen weiteren Clip, wo ich rausfahre, aber das wird langweilig. Und mit der Ankunft soll das Video jetzt beendet sein. Vielleicht hat es jemand bis zum Ende angeschaut und tschüss!